Wo ist da? So, machen wir das wieder zu. Okay, also wir scheinen ja hier ganz sicher zu sein, meine ich vielleicht. Also, schaut mal, oder? Also, bei dieser Tür bin ich jetzt eben stecken geblieben, ne? Die ist ja kaputt, das seht ihr, ne? Flare Stack Valve Control, da komme ich nicht lang. Ich habe jetzt eben gedacht, dass wenn man durch diese Gitter guckt, da ist ja nochmal so ein schwarzes Viereck. Und ich habe gedacht, das wäre vielleicht auch im Bereich so ein Schacht, wo man reinkrabbeln könnte. Ist es aber nicht. Das ist einfach nur Wellblech. Das ist dicht. Da kann man sich auch nicht durchquetschen. Da kann man sich auch nicht weiter durchquetschen. Und es ist halt oftmals so markiert mit diesen, mit dieser gelben Farbe, ne? Also dieses Gelb. Deswegen habe ich erkannt, dass ich hier mich durchquetschen kann. Hey Adair, kannst du mir kurz den Weg zeigen? Mach dich nützlich. Aber ich weiß jetzt halt nicht, wie ich zurückkomme. Ich weiß halt nicht, was hier... Man sieht es halt super schlecht. Da gibt es ja nochmal so eine kleine Empore. Also es gibt diesen Bereich, wo man drunter krabbeln kann. Und man kann aber auch oben lang laufen. Ich weiß aber nicht, ob da irgendwie eine Tür ist. Oder ob dieser Bereich einfach nur da ist, um halt einen Unterschlupf zu bieten. Und nichts damit zu tun hat, dass man da irgendwie entkommen kann. Ich sehe da auch nur irgendwie einen Schrank oder irgendwas Rotes. Was haben wir hier sonst noch? Also hier geht's halt einfach nicht lang. Da quetscht er sich durch. Aber da kann ich halt nicht rüber. Also ich kann nicht über das Geländer hopsen. Das geht halt nicht. Oder ist das doch ein Schacht? Ich kann's halt super schwer sehen. Aber liegt da nicht eine Lampe drin? Ich kann es von der Perspektive super schlecht sehen, muss ich echt sagen. Also es sieht so ein bisschen so aus. Jetzt kann ich es erst recht nicht sehen. Ich weiß halt nicht, ob die Lampe davor liegt und die liegt einfach am Boden. Also für mich sieht es jetzt so aus, als wäre das kein Schacht, in den ich reinkrabbeln kann. Dann nochmal hinzurennen bringt es jetzt irgendwie auch nicht. Aber ich weiß nicht, wohin. Okay, jetzt kommt er gerade wieder um die Ecke. Dann bleibe ich jetzt erstmal nochmal hier. Bis er wieder seine Runde dreht. So, jetzt kann ich nochmal probieren. Kann ich hier auch runter? Nee, das ist anscheinend nicht... Weißt du, so eine Lampe war da halt, ne? Am Boden. Also hier kann ich nicht runterkrabbeln. Das ist zu... Das ist zu tief. Und hier ist halt echt die Perspektive scheiße, ne? Ich kann überhaupt nicht den Flur entlang gucken. Also, und ich komme nicht tiefer. Das ist alles, was geht. Den Braten hat er gerochen. Hey Tyrion. Schön, dass du da bist. Und einmal den Käse-Command abgeholt hast. Mann, der ist aber echt schlecht drauf.
Gorgonzola. Ja, 28% ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, ne? Weil Gorgonzola ist ja ziemlich heftig so im Geschmack. Da will man vielleicht auch gar nicht 95% haben, oder? Oh Mann, ey. Verlasse den Aufzug und arbeite dich zum Gasumleitventil vor. Aber das habe ich ja schon gemacht. Ist jetzt halt die Frage, gibt es noch ein weiteres? Aber sie sagen ja nur zum Ventil und nicht zu den Ventilen. Also denke ich mir mal, es ist nur eins. Ich denke mal, es ist nur eins. Wo bist du? Da. Oh. Danke, Yoshi. Ich weiß zwar nicht, also es war halt kyrillisch, ne? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also was da gestanden hat. Dass jetzt was Gutes war, was Schlechtes, ich habe keine Ahnung. Shit. Das hat er jetzt, glaube ich, nicht gehört, oder? Doch. Oh nee, da kommt. Ist ja geil. Die Dose ist eigentlich einfach wieder da. Aber ich. Ich kann sie gerade irgendwie nicht aufnehmen. Das ist ja eigenartig. Sie ist wieder gespawnt, aber ich kann sie nicht aufheben. Genau deswegen habe ich sie auch gelöscht, weil ich das nicht lesen konnte. Ja, ich bin da, glaube ich, immer ein bisschen zu... Die ist irgendwie verbuggt, die Spraydose. Ich kann die gar nicht aufheben. Aber vielleicht kann ich den Helm aufheben. Yeah. Oh Mann, oh, ich will hier endlich weg. Ich weiß aber nicht wie. Oh oh. Kannst du dich bitte bücken? Ich kann halt nicht sehen, wo der nächste Bereich ist, wo ich hin kann. Ja, vielleicht doch. Ich kann die ganze Zeit wegrennen. Also, wenn ich sie hinschmeiße, da hat er jetzt nicht wirklich irgendwie darauf reagiert. Okay. Ich krabbel einfach mal hier hin. Jetzt bin ich eine Station weiter. Kann ich von hier aus irgendwas sehen? Ich weiß halt nicht, was das hier drüben ist. Warte mal, kann ich das jetzt nochmal... Ich kann es schwer anleuchten, weil diese... Das da. Die Taschenlampe funktioniert irgendwie ein bisschen komisch. Da, wo er ist, gerade hin, dieses Caution. Ich weiß nicht, ob ich da auch irgendwie reinkrabbeln kann. Das ist auf jeden Fall gelb. Interpretiere, ist das einfach der Bereich neben dem Fahrstuhl, der kaputt ist, wo man sich auch schon hindurchquetschen konnte und wo er mich auch schon mal gepackt hat. Okay, jetzt ist er auf jeden Fall wieder auf der anderen Seite. Das
Jetzt bin ich wieder in diesem Fahrstuhl. Aber den kann ich halt auch nicht betätigen. Der ist jetzt halt außer Betrieb, ne? Also. Da stand Hallo. Das war Russisch. Ja, ist halt irgendwie doof, ne? Wenn das nur kyrillisch ist. Ich kann jetzt, ja, ich habe jetzt hier auch nichts, womit ich das übersetzen könnte. Also jedenfalls nicht eins zu eins, weil ich keine kyrillische Tastatur habe. Deswegen ist das auch mit irgendwelchen Übersetzungssachen echt schwierig. Klar kann man das wahrscheinlich bei Google irgendwie eingeben oder so, aber also mache ich jetzt hier natürlich auch nicht auf die Schnelle, wenn ich hier im Stream bin. Ja, ist halt so die Frage, ne? Kann natürlich einfach sein, dass das auch jemand war, der irgendwelche Follower verkaufen wollte oder es gibt sonst noch irgendwelche Designs oder so. Okay. Ich krabbel hier mal wieder rein. Kann ich das irgendwie betätigen? Ich kann es drücken. Okay, mal gucken, was dann passiert. Das habe ich jetzt eben so nicht gesehen. Aber mal schauen, was jetzt passiert. Was passiert? Marker einfach. Ich glaube, er mag einfach das Geräusch nicht. Das ist ja auch nicht schlecht, ne? Also, dass man ihn damit so ein bisschen lähmen kann. Das ist ja auch schon mal okay. Aber ich weiß immer noch nicht, wo es lang geht. Ja. Also, falls ihr irgendeine Idee habt, ich weiß, das ist nicht easy. Weil ihr seht ja hier auch nicht so viel. Ja. Ich wollte einfach mal was anderes probieren. Ich wollte einfach mal mich da umgucken und wissen, was da vielleicht irgendwie Sache ist. Mann, ist das nervig. Mann, ist das nervig. So, dann machen wir das doch jetzt hier erstmal. Wir krabbeln hier rüber, setzen den Alarm in Kraft. Oh, nicht in die Richtung, nicht in die Richtung, in die Richtung. So, und jetzt rennen. Ich könnte auch mal meine Taschenlampe anmachen, ne? So. Aber ich soll die ja schließen. Ich soll das ja schließen. Aber was bringt mir das? Ich habe es noch nicht ganz begriffen. Ich soll das Ding ja umleiten. Aber ich konnte jetzt nicht wirklich sehen, ob es noch gebrannt hat da hinten. Kann ich auch von hier nicht erblicken. Kann ich von hier halt nicht sehen. Ob ich es ablenken konnte. Kommt er jetzt hier lang? Ja.
What's wrong inside me? What's that? Must have seen you still on that. Also diese Passage ist echt schwierig. Also verstehe ich auch einfach nur mega auf den Schlauch und habe einfach nur nicht den Bereich entdeckt in dieser ganzen Dunkelheit, wo ich hin kann. Aber ich weiß halt echt nicht, wo es weitergeht. Weil ich kann den Fahrstuhl nicht benutzen. Ich habe jetzt beide Flanken probiert. Die sind einfach nur, um sich da zu verstecken und den Alarm aufzulösen. Ich kann jetzt hier noch mal gucken. Da! Ich kann da doch lang. Okay, gut. So, das war jetzt halt echt, fand ich halt wirklich schwierig zu sehen. Weil ich hatte das ja schon vermutet, dass da vielleicht was ist, aber das sah halt so aus, als würde diese Grubenlampe oder was das sein soll, halt, ja, liegt die einfach auf dem Boden davor. Also es war von der Perspektive super schlecht zu sehen, dass das ein Eingang war. Hallo, ich bin ein Bot. Tyrion, wieso bist du ein Bot? Wieso bist du ein Bot? Oh, kann der hier auch lang kommen? Ah. Ah, dann war das gar nicht. Mach doch nicht so einen Krach, Kars. Das ist das Ventil. Dann war das andere einfach nur dazu da, das Feuer da auf dem Gang wegzunehmen. Of course you can't, because I'm not that fucking lucky. No, it's not working. The gas is poured back toward the rig. I'm sorry, Kaz. I need you to do it manually. It's too dangerous to leave it. You'll have to head out onto the stack and use the relighter again. Fuck. Did you hear me, Kaz? Wave or something so I know you're receiving. Prick. Understood. Godspeed. Ja, ich glaube, so hätte ich dann mit so langsam auch reagiert, oder? Also, weißt du, was Kars hier schon alles mitgemacht hat, was alles schon schief gegangen ist, was sie alles schon probiert haben. Und irgendwie, sie gehen immer ein kleines Stückchen weiter und dann kommt das nächste Problem. Ist das ein bisschen so wie bei Stirb langsam 1? Wo man irgendwie eine Sache fertig hat und die nächste kommt gleich? Bei dem Begriff Bot wollte ich in Richtung Delight gehen. Was? Delight? Das verstehe ich jetzt nicht. Das musst du mir jetzt erklären. Oh. Das ist ja wieder mal eine eklige Bubble. So. Glassflare Operation Hazard Warning anschauen. Okay. Divert the. What was that again? Ja, ist halt auch scheiße, ne? Wenn du einfach nur, in Anführungsstrichen, nur Elektriker bist und musst solche Sachen machen, ne? Also der macht hier gerade den Rundum-Check, wie arbeite ich auf einer Gasbohrinsel completely alone? Also ich lass den. Ist eine One-Man-Show. Also das, ja. Was? Deli also loschen? Ich verstehe nicht, was soll das? Ich verstehe gerade nicht, was du willst. Ach, Delete, oder was? Löschen. Bei dem Begriff wollte ich schon in Richtung Delete gehen. Oh, nicht den Tyrion löschen. Nicht den Tyrion löschen.
Ja, nicht löschen. Vor allem irgendwie, ich habe das Gefühl, ist es wirklich so, dass man kann nicht Nachrichten löschen, man kann nur bannen? Also ich bin ja Mod bei jemand anderem. Und ich habe jetzt irgendwie nicht gefunden, dass man einfach nur eine Nachricht löschen kann. Weil wenn ich einfach auf den Namen gehe, dann habe ich halt einfach nur die Möglichkeit, ein Timeout zu geben oder zu bannen, aber nicht löschen. Und das finde ich irgendwie eigenartig, weil man muss doch nicht gleich immer jemanden bannen. Man kann ja auch einfach wie so eine Verwarnung aussprechen. Weil dann ist die halt auch irgendwie gedeletet. Also klar, bei solchen Sachen, wo du es direkt lesen kannst, dass sie dir Follower andrehen wollen, da kann man das natürlich sofort machen mit dem Bannen, aber bei anderen Sachen, du kannst löschen. Also ich habe das nicht gefunden. Also ich habe da drauf geklickt, habe da irgendwie gesucht, aber ich hab's nicht gefunden. Vielleicht bin ich's auch, ich weiß es nicht. Aber irgendwie, ich hab's nicht gefunden. Bedienung der Gasfackel. Die Gasfackel zur Abfackelung überschüssiger, entflammbarer Gase ist durchgehend in Betrieb zu halten. Ja, das haben wir ja auch schon mal so gesehen. Also jedenfalls ich auch so mal im Fernsehen oder irgendwie sowas. Im Falle von Schäden an der Hauptgasleitung schaltet das Gasumleitventil automatisch auf die Hilfsgasleitung um. Nach dem Umschalten durch das Gasumleitventil entzündet sich die Gasfackel von selbst neu. Warnung: Im Falle einer Fehlfunktion des Zünders muss die Gasfackel schnellstmöglich manuell entzündet werden. Ja, und hier bin ich, rede die ganze Zeit schon und das Gas strömt einfach mal so raus. Aber ich weiß trotzdem noch nicht, was ich manuell tun soll. Also ich denke, ich schätze, dass ich jetzt an diesem Strang von Metall über der offenen See mit der im Nacken da draus rauskrabbeln soll und da irgendwas manuell machen soll? Ja? Ist das der Fall? Ja, schön. Dann klettern wir mal. Dann klettern wir mal runter. So, habe ich hier noch irgendwas? Da komme ich nicht lang. Wäre also auch so, dass der auch nicht. War da irgendwas? Nee. Dass der auch nicht zu mir kommen kann. Das ist ja schon mal von Vorteil. So. Okay. Ja, dann mal zu, ne? This door is alarmed. Jesus, you're fucking joking me. Ich will mich nicht umgucken. Ich will mich nicht umgucken. Ich mache das auch über Better Twitch, das Löschen. Oh, da kenne ich mich gar nicht mit aus. Was ist das denn? Jesus, you're fucking joking me. Puff, okay. Yay. Das ist ein Add-on. Okay. Ja, da können wir ja noch mal drüber quatschen, ne?
Weil das fände ich irgendwie. Muss das dann der Streamer irgendwie installieren, damit es der Mod nutzen kann? Weil das fände ich irgendwie besser, als die Leute sofort zu bannen. Das finde ich immer so ein bisschen. Also ich finde es komisch, dass Twitch das nicht von sich aus schon. Als Standard anbietet. Okay. Ja. Ich habe halt ein bisschen lang gebraucht. Oh, da ist Adair. Da ist Adair. Jesus. Das war Adair. Okay. Ja, dann mal schnell zurück. Weil ich glaube, dieses Ding hält nicht lange. Das Ding wird nicht lange halten. Ja, ich weiß, ist mir schon klar. Nee, da muss ich lang, oder? Oh. Hä? Bin ich jetzt wieder tot? Oder gehört das zum Spiel? Ich glaube, ich bin tot. Ich habe kurz innegehalten, das war keine gute Idee. Ach nee, doch, es hat. Ich habe es doch geschafft. He wouldn't let it go, okay? He's carried a fucking torch for you since school. He's always hated me for being the bigger man and for having you in those beautiful fucking wings. Oh, no. Bigger man! You are shitting me, McCleary. You're the bigger man. Do you think your daughter's got more brains and bigger bars than you have? What about the kids? The flat's in your name. You go to Berlin and they just take it away. Listen, Suze, come on. No, no, you shut it, McCleary. You sit your ass down and you just listen to me. How can we not just talk about this? Because I am smarter than you, that's why. And I will, not, I will not let you drag those girls down with you. You sort this. Whatever you have to do, I don't care. You sort this or I will leave you. You understand? Suze, look, I'm really sorry. Kaz, just enough, okay? Just get out of my sight. Try not to put anyone else in hospital the day, eh? That might make a nice change for you. Ja, die sprechen halt einen schottischen Dialekt, ne? Also, der ist schon ganz schön krass. Also, es geht noch schlimmer. Mina, why do you have to... Ach, Suze. Aber ich habe auch nicht viel verstanden. Oh, fuck! Jesus! Suze. What have I done? Oh, Jesus Christ. Ah, you bastard. Erstmal Taschenlampe. Ich würde sagen, da geht's nicht lang. Probieren wir es mal hier. Umschauen. Oh, fucking Christ. That is... My God. Ja, das ist irgendwie alles ganz schön in Schieflage geraten. Da geht's nicht lang. Hier geht's lang. Ich krieg das hin. Okay. Fucking thing's locked. Mann. Ich dachte, ich kann da rein. Oh, das ist nicht dein Ernst, oder? Oh, er hört schon wieder Stimmen. Er hört schon wieder Stimmen. Okay. Also diese Abgründe, ne? Die sind echt, die sind fies. Was zum Teufel, ja. Ja, was zum Teufel. Was haben wir hier so?
Das ist die Tür, die ich gerade aufgemacht habe. Hier ist nichts, also hier runter. Hier runter. Die schönen Erdbeerbubbles. Bäh. Da geht's auch nicht lang. Oh, probieren wir es mal hier oben. Ich frage mich halt so ein bisschen, ob irgendjemand auf dem Festland schon mitbekommen hat, was hier los ist. Ich weiß nicht, wie viele Stunden schon vergangen sind, aber wenn da so gar kein Signal mehr von der Bohrinsel kommt, so Funksprüche oder was auch immer, keine Ahnung, was da so normalerweise für Arbeitsabläufe sind. Wieso kannst du nicht weitergehen, Cars? Er stoppt hier gerade irgendwie ein bisschen. Okay, Spiel speichert. Okay, was hat das Spiel jetzt extra gemacht? Das wollte, dass ich springe. Voll fies. Okay. Ich jetzt erstmal in Sicherheit? Oh Gott, das ist dieses gute Glibberzeug. Glibberzeug. Lass mich mal kurz gucken. Ich glaube, das ist keine Tür. Hier komme ich nicht lang. Da wächst was. Dann hier lang. Okay. Da ist noch eine Tür. Was haben wir hier so? What were they up to? Finlay, Brody, wenn du das liest, komm zum Maschinendeck. Ich habe meinen Teil getan. Hoffentlich funktioniert dein Plan. Es ist unsere letzte Chance. Ja, was haben die gemacht? Was haben die gemacht? Oh mein Gott, jetzt bin ich drin. Ich weiß aber nicht, ob das besser ist.